Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte mich vorneweg kurz entschuldigen, dass ich noch sehr nasal spreche, da ich noch erkältet bin. Und ich hatte jetzt aber wirklich große Lust, dieses Video zu drehen und dachte mir, ich nutze die Gelegenheit beim Shoppen und drehe jetzt dieses Video. Und ich hoffe, dass ihr mir verzeihen könnt, dass ich halt noch so nasal spreche. Ich möchte euch heute ein Werk vorstellen, was mir freundlicherweise vom Insel Verlag zur Verfügung gestellt worden ist und wofür ich mich jetzt auch hier an der Stelle erst nochmal ganz recht herzlich bedanken möchte, weil für mich war es im Großen und Ganzen ein wirklich tolles Lesevergnügen. Ja, und um welches Werk es sich handelt, das seht ihr jetzt. Ja, wie ihr bereits sehen konntet, möchte ich heute über das Werk Niemals ohne Sie von Jocelyne Saussure aus dem Insel Verlag sprechen. Wir begegnen hier in diesem Roman der Familie Cardinal, welche 21 Kinder, ja, ich wollte gerade sagen, beherbergt, aber ihre Familie besteht einfach aus 21 Kindern und natürlich den zwei Erwachsenen, also der Mutter und dem Vater. Die Familie wird ja ein Stück weit getrieben von der Leidenschaft des Vaters, und zwar der Suche nach Zink. Der Vater durchsucht die Gegend nach Zinkvorkommen und macht eigentlich im Großen und Ganzen nichts anderes. Und bisweilen hat der Vater auch ein Stück weit Glück. Leider hat er nicht wahnsinniges Geschick, sag ich mal, mit Geschäftsmenschen umzugehen, um so viel vorweg zu sagen. Die Kinder werden von dieser Leidenschaft ein Stück weit selbst getrieben, sie werden aber auch getrieben von der ganz eigenen Familiendynamik. Bei 21 Kindern bleibt dies natürlich gar nicht aus. Bei dieser Mini-Gesellschaft, sage ich mal, bleibt es auch nicht aus, dass die ganzen Kinder sich zum Teil gegenseitig erziehen, beziehungsweise die ganze Familie eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Ja, und wir verfolgen nun auf diesen 255 Seiten, was dieser Familie widerfährt, was sie durchmacht und von was sie auch noch getrieben wird. Die Geschichte wird uns, also die Familiengeschichte wird uns von verschiedenen Geschwistern erzählt, aber durchaus nicht von allen. Es sind eigentlich nur eine Handvoll, die uns diese Geschichte erzählt. Und zwar wird uns die Geschichte von den Geschwistern erzählt, die so ein Stück weit an ein Ereignis der Familie, die Familie geprägt hat, Einfluss dran haben. Und dadurch hat man das Gefühl, dass man einen Punkt der Geschichte aus ganz vielen, aus verschiedenen Blickwinkel betrachtet bekommen und dass man aber auch immer wieder ein Stück mehr von der Familie erfährt. Was die Autorin hier wirklich sehr gut gelingt ist, dass man, auch wenn man immer wieder oftmals das Gleiche liest, also das Geschehnis bleibt ja dasselbe, aber man hat nie das Gefühl, dass man doppelt liest oder dass man sich sogar langweilt. Das macht die Autorin wirklich wahnsinnig gut und ich fand, da hat sie auch ein absolutes Talent dafür, einen Gesichtspunkt durch andere Blickwinkel immer wieder erzählen zu können, ohne dass einem langweilig wird. Bei 21 Kindern, wenn man das natürlich liest, hat man natürlich die Hoffnung, dass man ein Stück weit auch jedes einzelne Kind vielleicht auch kennenlernt, und dem ist ja aber leider nicht so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht mal die ganzen Namen der 21 Kinder kennen. Selbst, also ich könnte mich jetzt nicht erinnern und ich könnte nicht mal alle 21 Namen aufzählen, weil viele Kinder auch sehr, sie bleiben halt einfach verborgen, sie bleiben halt einfach ein Stück weit auch Schattenwesen. Was natürlich bei 255 Seiten natürlich auch ein Stück weit normal ist, dass nicht jedes Kind zum
ja, zu Wort kommt oder ja, gut charakterisiert werden kann. Was ich aber als sehr nachteilig empfinde, ist, dass für mich ebenfalls auch die Mutter und der Vater sehr oberflächlich geblieben sind. Und meiner Meinung nach sind ja die Eltern ein Stück weit auch sehr beeinflussend, was die Kinder angeht. Und ich finde, wenn in der Familie ein Geschehenes passiert, haben die Eltern ja ein Stück weit auch mit dazu beigetragen, dass es passiert, dass passiert, was passiert. Und dafür fand ich, dass die Eltern doch sehr oberflächlich geblieben sind. Auf der anderen Seite kann ich mir auch erklären, warum sie das sind, weil für die Autorin wahrscheinlich die Kinderdynamik oder die Familiendynamik innerhalb der Kinder die zentrale Rolle gespielt hat als die Eltern. Also sie hat die Eltern schon sehr, sehr weit außen vor gelassen. Sie hat sich schon mehr gezeichnet als manch anderes Familienkind. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mir einfach mehr gewünscht, dass sie mehr zu Wort gekommen sind und vielleicht auch ihr eigenes Kapitel bekommen hätten. Vor allen Dingen auch so die Mutter, weil für mich war die Mutter doch eine sehr interessanter Charakter, der ja so weit weggeblieben ist, und ich hätte mir bei jedem Kapitel so gewünscht, warum sie ja gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, oder warum sie auch 21 Kinder zur Welt gebracht hat. Das hätte mich auch unheimlich interessiert, und das ist das, was ich eigentlich sehr schade finde an dem Buch, dass die Eltern so ein Stück weit außen vor geblieben sind. Um bei den Protagonisten zu bleiben, ist es aber so, dass die Protagonisten, die die Autorin gezeichnet hat, also die Familienmitglieder, die zu Wort gekommen sind, die hat die Autorin wirklich wunderbar gezeichnet. Davon habe ich ein wirklich sehr gutes Bild vor Augen, und ich konnte mich auch sehr gut in sie hineinversetzen. Es heißt, und ich hatte immer das Gefühl, dass sie sehr, sehr nah bei mir sind. Auch wenn sie nur dieses eine Kapitel zu Wort gekommen sind und nur in diesem einen Kapitel auch wirklich ihre Sichtweise schildern konnten. Aber nichtsdestotrotz hat die Autorin es geschafft, für mich in diesem einen Kapitel die Protagonisten so an mich heranzuholen, dass ich mich sehr, sehr gut in sie hineinversetzen konnte und auch ihre Sichtweise verstanden habe und auch ihre Handlungsweise. Sicherlich denkt man an manchen Punkten, ich hätte vielleicht nicht so gehandelt, aber irgendwie hat es für mich, umso mehr Familienmitglieder man kennengelernt hat, umso mehr konnte man sich auch in die anderen Sichtweisen noch hineindenken. Und ich fand so, die Charaktere, die wirklich zurückgekommen sind, hat die Autorin wirklich sehr, sehr gut geschildert bzw. gezeichnet, und man hat an denen wirklich, ich sag mal, ihre Freude, auch wenn die Geschichte jetzt keine sehr freudige Geschichte ist, wo man himmelhoch jauchzend am Ende hinausgeht. Was für viele vielleicht ein negativer Punkt sein könnte, ist, dass diese Geschichte nicht ganz unvorhersehbar ist. Das liegt ja zum einen daran, dass das Ereignis, um welches sich diese Geschichte dreht, von verschiedenen Protagonisten zusammengefasst wird. Und wenn man den einen Protagonisten ein Stück weit schon gelesen hat, weiß man in der Regel, um was sich die anderen Protagonisten, was die anderen Protagonisten uns einen erzählen. Es kommen natürlich immer einzelne Fragmente hinzu. Für mich persönlich war dieses nicht Unvorhersehbare, also dass die Geschichte doch ein Stück weit vorhersehbar war, überhaupt nicht schlimm, weil in dieser Erzählung war für mich eher so der Weg das Ziel. Das heißt, ich fand es sehr interessant, wie andere Menschen oder andere Familienmitglieder das Geschehene erlebt haben und wie sie damit umgegangen sind, welche Mechanismen sie entwickelt haben, um das Ganze in ihrem Leben zu verarbeiten, was passiert ist. Und das ist auch für mich so der Reiz dieser Geschichte. Und wer hier erwartet, dass er eine durchweg spannende Geschichte hat oder der eine unvorhersehbare Geschichte erwartet, der ist mit dieser Geschichte natürlich nicht ganz hundertprozentig bedient. Aber wer sich auf Protagonisten einlassen kann und wer verschiedenen Blickwinkeln die Geschichte erleben möchte, dem kann ich dieses Werk eigentlich nur empfehlen. Was mich an der Geschichte, um bei der Geschichte an sich zu bleiben, noch sehr, sehr positiv gestimmt hat, war, dass
gar nicht so viel nach außen geblickt worden ist. Und zwar ist ja oftmals eine Familie auch noch ein Stück weit getrieben von außen, von den Einflüssen von außen. Das ist die Familie natürlich selbstverständlich auch. Aber die Autorin hat es meiner Meinung nach sehr, sehr gut geschafft, dass wirklich nur der Blick in die Familie geschaffen wurde, aber gar nicht so viel nach außen. Welche Einflüsse von außen gekommen sind, das erfahren wir schon, aber es wird gar nicht so sehr auf die Nachbarn eingegangen oder generell um sehr, sehr viel Äußerliches. Und wir sind wirklich tatsächlich in der Familie geblieben, beziehungsweise ich sag jetzt mal in der Familiendynamik. Und das fand ich wirklich positiv und das hat mich sehr, sehr, sehr positiv gestimmt, weil ich fand das sehr schwierig, auch weil hier natürlich sehr viel äußere Einflüsse natürlich auch passiert sind, die es natürlich auch ja, erforderlich gemacht haben, damit die Geschehnisse passieren, wie sie sind. Aber dennoch ist die Autorin wirklich in der Familie geblieben und das fand ich wirklich sehr, sehr positiv und hat mich auch sehr positiv überrascht. Der Schreibstil, muss ich sagen, ist ja wirklich sehr, sehr angenehm wahrzulesen und wirklich dafür sorgt, dass man eigentlich an den Seiten sehr hängt. Was mich persönlich ein bisschen gestört hätte, oder beziehungsweise gestört ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ich hätte mir so ein Stück weit gewünscht, dass die Autorin sich mit ihrem Schreibstil vielleicht auch ein Stück weit auf die Protagonisten einlässt. Das heißt, dass sie sich auch ein Stück weit, ja, verändert. Dass sie sich ein Stück weit verändert. Das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass man sich, ja, das ist auch nur so ein kleiner Kritikpunkt an dem Buch, welches ich habe, und zwar, dass man, wenn man das erste Kapitel liest, man irgendwie denkt, dass man einen Protagonisten hat und man erwartet, dass im zweiten Kapitel natürlich der gleiche Protagonist wieder erzählt. Und ich habe einen Moment gebraucht, um das zu realisieren, dass jetzt jemand anders erzählt und nicht der erste Protagonist. Und das war für mich so ein bisschen schwierig. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sich der Schreibstil einfach ein Stück weit geändert hätte. Was heißt, oder man mehr herausgelesen hätte, dass sich jetzt ein anderer Protagonist zu Wort gekommen ist. Und das hätte ich mir so vom Schreibstil her mehr gewünscht oder eine klarere Differenzierung, welcher Protagonist gerade erzählt. Man bekommt es natürlich beim zweiten Kapitel irgendwann mit, weil man ja merkt, okay, jetzt stimmt irgendwas nicht und jetzt kommt einem irgendwas komisch vor, aber ich hätte mir das mehr gewünscht, dass man das halt ja sofort erkennt. Vielleicht hätte da auch sehr hilfreich sein können, dass man die Kapitel halt irgendwie, dass man die Kapitel einen Namen gibt. Die Kapitel sind halt hier ohne Zahl, ohne Namen, ohne Benennung. Man merkt es halt einfach nur, dass quasi ein neuer Absatz beginnt und ich nenne das jetzt einfach mal auch Kapitel. Möglicherweise hat die Autorin auch da nur als Absatz gedacht, das kann ich so aber leider nicht sagen. Und ja, das hätte ich mir wirklich noch sehr gewünscht. Für mich persönlich war das eine sehr, sehr berührende Geschichte, eine sehr fesselnde Geschichte und ich habe sehr gerne nach diesem Werk gegriffen und ja, bin sehr froh, dass ich es gelesen habe. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass ich dieses Werk uneingeschränkt empfehlen kann. Und mit 255 Seiten es nun auch wirklich kein sehr seitenstarkes Werk ist und man es wirklich aufgrund des Schreibstils auch sehr gut lesen lässt und sehr schnell lesen lässt. Allerdings muss ich dazu sagen, wer hier natürlich, wie ich schon bereits sagte, eine unvorhersehbare Geschichte erwartet, dem ist natürlich nicht so. Aber lasst euch trotzdem von dieser Geschichte, ja, begleiten, lasst euch von den Protagonisten, ja, begleiten und schließt sie wirklich in euer Herz und ansonsten kann ich euch dieses Werk nur empfehlen. Ich musste ja am Ende letzten Jahres ebenfalls schon feststellen, dass ich ein Werk gelesen habe oder beziehungsweise ein Werk gelesen hatte, beziehungsweise die Illustrationen von einem Werk gelesen, wo ich ein Buch auch schon gelesen habe. Ich habe es ja nicht so hundertprozentig mit Namen, wie man dadurch schon feststellen konnte. Und auch bei diesem Werk konnte ich feststellen, dass mein Sub, also mein Stapel ungelesener Bücher, bereits ein Werk dieser Autorin da beherbergt. Und zwar handelt es sich hierbei um Ein Leben mehr. Und ich habe es jetzt noch nicht gelesen, weil sonst würde es ja nicht auf meinem Stapel ungelesener Bücher liegen. Und
ich habe auch schon sehr, sehr viele positive Meinungen über dieses Werk gehört. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Werk, weil mir, wie bereits jetzt schon geschildert habe, dieses Werk so unheimlich gut gefallen hat. Und ich freue mich schon sehr auf dieses Werk und ich bin auch sehr froh, dass es hier bei mir schon irgendwie eingezogen ist, auf unbekannte Art und Weise. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was dieses Werk für mich bereithält, und ich hoffe, dass es eine sehr vom Talent der Autorin und von ihrer Art und Weise, wie sie erzählt, mich ebenfalls so eine Geschichte erwartet. Ja, mich würde interessieren, wenigstens, ob ihr bei diesem Werk, weiß ich noch nicht, wie viele es von euch schon gelesen haben könnten, weil es ja nun jetzt auch rauskommt. Und aber falls ihr es schon gelesen habt, würde mich natürlich auch sehr eure Meinung interessieren. Wie war euer Eindruck der Geschichte und ob ihr sie ebenfalls wie ich empfunden habt? Das würde mich sehr interessieren. Aber auch zu diesem Werk, wenn ihr es schon gelesen habt, könnt ihr natürlich sehr gerne eure Meinung unter diesem Video dalassen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir erzählen könntet, was für ein Gefühl ihr bei dieser Geschichte hattet und ob ihr vielleicht der Meinung seid, ob sie mir genauso gut gefallen könnte. Ja, so, ist falsch rum, wie dieses Werk. Ja, dann war es das von mir hier, von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn ich ja noch etwas erkältet bin und quasi noch etwas nasal spreche. Ich hoffe, ihr könnt es mit verzeihen. Ansonsten wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ja, bis dahin. Tschüss!